Die schreckliche Bluttat in Wien-Simmering erschüttert ganz Wien. Wolfgang Karaman wurde ja dabei kaltblütig erschossen und auch der 46-jährige Täter hat sich anschließend selbst gerichtet. Was man mittlerweile weiß, ist, dass der Täter keine Waffenerlaubnis hatte. Das heißt, die Frage, die sich nun stellt, ist, wie konnte er zur Waffe kommen, war diese Waffe geladen und wo genau hat er dann den Schuss auch abgegeben. Was man sagen kann, ist, dass das Motiv wohl ein Eifersuchtsdrama gewesen ist. Der Täter hat auch einen Abschiedsbrief hinterlassen, dürfte das Ganze also schon geplant haben. Die Polizei hat einige Angaben richtig gestellt. Im Lokal selbst ist es gestern zu keinen Auseinandersetzungen gekommen. Erst auf der Straße, hier in der Ettrichstraße, soll es dann zu dem tödlichen Schuss auch gekommen sein. Ein Drama, das nicht nur die Fußballwelt erschüttert, sondern ganz Wien. Zwei Menschen sind tot.